Ja gut, vielleicht muss ich aber auch. Oh, oh. Oh, oh. Das ist doch mit sicher... Oh. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ich bin zwar der Meinung, ich bin doch daher gekommen. Und da oben geht es sicher nicht weiter. Ich gehe nochmal hoch. Ich muss das wirklich prüfen. Die wollen hier also unbedingt von mir, dass ich hier durch den ganzen Wald renne, um diese drei Ersatzteilchen dafür, das Teil für diesen Generator dazu besorgen. Oh, Foto. Das stand, glaube ich, auch in der Lösung drin. Fotos sind schon heftig geil, finde ich. Das ist der Jack. Oh, steht auch mit dem Gesicht zur Wand, wie das bei Blair Witch so üblich ist. Den Hebel brauche ich nicht. Aber ich muss doch den Hebel umlegen. Also auf der Videokassette wird doch der Hebel umgelegt. Ich meine, klar, vielleicht muss ich das nicht machen. Nur den Regler. Okay, dann gehen wir halt mal wieder zurück. Also danke für den Tipp auf jeden Fall. Wenn ich das jetzt... Siehst du, wenn du jetzt nicht da wärst, ich hätte mich jetzt hier wahrscheinlich noch stundenlang auf der Suche nach diesem Hebel hier verlustiert. Und hätte dann irgendwann, glaube ich, nach 3 Stunden Stream hätte ich dann wieder genervt aufgehört. Ohne irgendetwas erreicht zu haben. Okay, dann wird dieser Baumstamm also ganz, ganz langsam wahrscheinlich weggezogen. Vor diesem Seilzug da. Und während das passiert, muss ich gucken, dass es nicht überhitzt. Weil wenn es das tut, wird da wahrscheinlich wieder irgendwie fallen gelassen oder so. Oder wird dieser Prozess wieder unterbrochen. Okay, ja, Erkennungsmarken gibt es wahrscheinlich noch ganz, ganz viele. Aber die sind wahrscheinlich ja wirklich für ein Achievement wahrscheinlich nur da, ne? Und ich muss auch sagen, ich habe nicht wirklich große Lust, hier in dieser Umgebung jetzt noch explizit nach diesen Marken zu suchen. Jetzt ist nur die Frage, wo laufe ich jetzt hier? Camp B? Und wo geht's da lang? Das sieht doch ganz interessant aus. Ich gehe einfach mal da lang. Weil da auch wieder dieser Tunnel ist. Erkennungsmarken der Entwickler. Also haben sie sich doch wieder... Haben sie sich wieder im Spiel verewigt, so ähnlich wie sie es beim ersten Layers of Fear gemacht haben. Beziehungsweise beim zweiten habe ich nicht so drauf geachtet, da haben sie sich mit Sicherheit auch irgendwie verewigt. Woher weißt du das? Das hast du nachgelesen wahrscheinlich. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man während des Spielens dieses Spiels von selber drauf kommt, dass das die Entwickler sind. Was natürlich nicht heißen soll, dass man nicht drauf kommen kann. Ja, genau. Jetzt bin ich hier wieder. Also wirklich, das Spiel will immer wieder, dass ich hierhin zurückkomme. Hast du bei Gronkh gesehen. Und wo hat der das her? Ja gut, bei dem würde ich sogar fast behaupten, dass der die Leute vielleicht sogar kennt. Ne? Und dass sie dem das so gesteckt haben. So, nun gut, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier. Wie lange bin ich denn eigentlich schon am Streamen heute? Lass mich mal gucken. Hat stark angefangen, sehr stark nachlassen und dann hat das Game versucht, einen noch auf die Tränendrüse mit dem Hund... Da. Ich habe schon irgendwas gesehen, glaube ich, dass wir den Hund eventuell verlieren. Wie auch immer. Ob wir ihn verlieren müssen oder ob wir da ein bisschen die Möglichkeit haben, das Ganze zu beeinflussen. Das wird sich noch zeigen. Ich hoffe... Jetzt einfach mal, dass es, ja, du sagst nichts, genau, also am besten. Jetzt hoffen wir mal, dass es einfach in dem Spiel die Möglichkeiten gibt, der Hund kann eventuell, ne? Oder aber der Hund kann aber auch, yay! Und jetzt hoffen wir mal, dass wir das mit dem Hund, yay, hinkriegen. So, jetzt drehen wir hier mal, wenn das geht. Was zur verdammten Hölle?
Video an Feuer an und ja, du hast ja sowas von recht, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Video. So. Ah, so konnte man zurückspulen. Okay. Wie gesagt, wenn man eine Woche lang irgendwie das Spiel nicht spielt, dafür aber davor einen halben Tag Death Stranding und nebenher noch Animal Crossing, so immer wieder zwischendurch, dann kann es durchaus passieren, dass man sich hier ein bisschen wieder umgewöhnen muss. Und dass das nicht immer dolle aussieht dann nachher. Feuerchen? Jo, jetzt ist Feuerchen an, ne? Müsste ich jetzt hier nicht normalerweise zumachen? Normalerweise würde ich jetzt den Hebel doch benutzen, um hier zuzumachen. Aber du hast gesagt, wir brauchen den Hebel nicht. Das glaube ich dir jetzt einfach mal. So. Was? Das war jetzt schon zu viel. Okay, aber er hat sich bewegt, oder? Sehe ich das richtig? Oder so. Der hat sich schon ein bisschen bewegt, ne? Aber er muss ja ganz weg. Ach je, jetzt hau da ab, Video. Will ich gar nicht sehen. So. Achso, habe ich wieder geduckt aus Versehen. Also gut, wir machen das Ganze nochmal von vorne. Das muss einem aber auch jemand sagen, ne? Das. Moment. Ja, mache ich das gut so? Jetzt. I have the turn out. Ich habe den Dreh raus. Jetzt scheint es, jetzt hat er von alleine auf. Ist das jetzt gut? Ja. Das sind auch so Sachen, die müssten eigentlich nicht sein, finde ich. Das Ding sollte man einfach anmachen. Der Baumstamm sollte weggezogen werden und gut ist. Dass man da jetzt noch irgendwie drauf achten muss, dass der nicht überhitzt und sonst was, finde ich eigentlich unnötig. In so einem Spiel. Man will ja vorwärts kommen, man will ja was tun. Und nicht an sowas verzweifeln. Gut. Also, subtil wurde mir jetzt mitgeteilt, dass ich hier jetzt weiterfahren soll. So. Warum ist das ja eigentlich so wirklich was stockdunkel? Hier war irgendwo auch ein Hebel, den ich betätigen muss. Den sehe ich aber leider gar nicht. Und was ist das? Triebbar. Ach so, ja, ja. Das haben wir schon gelesen. Also habe ich im letzten Stream schon gelesen. Aber es war ja... Ach so. Nee. Was denn? Hier war noch irgendwo so ein Brems... Ah, ja. Ich lasse jetzt einmal volle Kanne rennen hier, oder? Okay. Also bewegt sich schon mal, ist ja klasse. Gleich knallt's. Danke. Dass du mir den Schock versaut hast. Du willst mich gar nicht leiden sehen, ne? Ich werde aber vorsichtshalber mal wieder die Taschenlampe ausrüsten, ne? Ich werde sie gleich brauchen, habe ich das Gefühl. Knallt doch gar nicht. Was erzählst du mir denn?
aber es versucht einem zuerst so ein kleines bisschen eine ruhige Stimmung zu bringen, ne? Es wird ein bisschen heller hier, ne? Man sieht, dass es gar nicht so dunkel ist, ne? Es wird etwas heller hier. Man freut sich des Lebens. Und dann reißt es einen aber wieder zurück in die Realität. Ich warte. Camp A, Sawmill. Okay, jetzt geht's wieder. Die Frage ist, könnte ich jetzt hier mittendrin anhalten und aussteigen und meines Weges gehen? Interessant ist, dass hier auch gar keine Gleise mehr sind. Das Ding fährt gerade ohne Gleise. Oder sind die Gleise einfach nur von Laub zugeweht? Kein Bäm. Ich merke kein Bäm. Da ist wieder so ein Dingsbums unter der Erde, ne? Da kommt bestimmt wieder eine Granate oder sowas, ne? Alles klar. War das das Bäm? Komm, fahr noch ein Stück. Fahr noch ein Stück. Eieiei. Ist aber schön hell hier. Uns kann doch eigentlich gar nichts passieren. Es ist doch Licht hier. Sie fürchten das Licht. Diese Kreaturen der Nacht. Jetzt wird entspannt, sagt er. Tierisch entspannt, ja. War's das jetzt, oder was? Fallen hier bestimmt gleich runter. Oder diese Brücke kracht zusammen, bestimmt. Na? Bullet. Oh nein. Bullet? Ach, Bullet, alles gut. Noch ist er nicht tot. Aber wahrscheinlich bald. Ja, ich entspanne mich gerade ein bisschen. Endstation. Das ist ein interessanter Schatten da. Woher rührt denn der? Ne, der ist wirklich interessant, der Schatten, ne? So. Also, soweit, so gut. Da ist er wieder. With Heidelberg Soda. Oh yes. I got water from the pipe. Also Leitungswasser. So. Magst du suchen? Und? Search. Super, wo lang wir müssen. Vermutlich aber hier irgendwo in die Richtung. Sieht auch verdächtig so aus, ne? Nothing, eh? Ich brauche mal die Taschenlampe. Oh, Handy. Bullet. Jess. Annehmen. It's like we're safe out here. Well, safer. Ain't we lucky, huh, boy? Yeah, we're getting closer, buddy. Closer to that bastard who killed Lanning. You like Lanning, huh? Ich rufe sie mal zurück, vielleicht passiert was. Nö, kein Signal. Yeah, I liked him too. He's one of the good guys. Stuck his neck out for me more times than I could count. Never thanked him for that. Jetzt ist er tot, ne? Soda Stream. Ja, ich habe auch eine Vermutung, wer ihn getötet hat, ja? Nur eine Vermutung. Ah, das wollte ich dir noch. Wo ist denn das eigentlich? Ich habe. Moment. Lass mich mir das. Lass dir das kurz zeigen. Und zwar: Anrufverlauf, Nachrichten. Sprachnachricht? Nee. Moment. Der Preis. Genau, ich habe nämlich einen Preis gewonnen bei dieser Radiosendung im Auto. Und da wäre jetzt diese Kombination für dieses Schloss an der Tür im Bunker. Das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, dass ich da nochmal vorbeikomme. Aber da kannst du mir vielleicht auch weiterhelfen. Du weißt bestimmt, ob man da nochmal hinkommt.
Aber ich glaube, wenn man da hin möchte, dann kommt man nicht nochmal hin. Da kommst du nicht mehr hin, ist klar. Ich habe das... Ich weiß auch nicht. Ich hatte aber, nachdem ich aus dem Auto ausgestiegen bin, nochmal Kapitel... Das kann natürlich sein, ja. Dass man da... Was? Ja, eigentlich wollte ich jetzt gar nicht wirklich hier lang. Ich wollte nur mal gucken. Egal. Ja gut, dann kann ich das Kapitel ja nochmal spielen, da hast du recht. Ich nehme auch an, das Spiel will nicht, dass man alles beim ersten Mal findet oder finden kann. So, das wirkt doch mal nach Sägemühle hier, ne? Oder wie Sägemühle? This is it. The place we were looking for. Okay. Ich habe mir jetzt mal erlaubt, in der Zeit, in der du weg warst, nochmal kurz in sämtliche Let's Play-Gruppen, in denen ich auf Facebook bin, den Stream hier zu teilen. Vielleicht kommt da noch jemand dazu. Vermutlich aber nicht. So. So. Ist ja eigentlich ganz hübsch hier. Man kann, glaube ich, sogar manuell speichern. Ich würde das jetzt sogar hier mal machen. Einfach, dass es mal gemacht ist. Dann sehen wir auch, wo wir sind. Kapitel 8, die Wiedergutmachung. 17 Kapitel hat das Spiel, meines Wissens. Das heißt, ich bin jetzt nach... Ach, jetzt bin ich schon in 11. Dann war Kapitel 8 nur der letzte Speicherpunkt. Oder so. Ja gut, ich könnte... Jawohl, das Handy brauche ich noch. Keine Ahnung, irgendwie eine kabelgebundene Computermaus könnte ich als Giveaway gern mal platzieren. Aber ich will ja auch nicht, dass die Leute wegen Giveaways kommen. Ich will, dass die Leute kommen, um hier einen Stream mit mir zu erleben. Beziehungsweise ein schönes Spiel mit mir zu erleben. Warum ist das hier so rötlich? Das wirkt nur so, ne, hier in der Ecke. Ein Stift, ja. Kugelschreiber mit einem Kanallogo drauf. Oder eine Kaffeetasse. Das könnte ich wirklich mal machen. Aber deswegen kommt auch keiner. Ne? Außerdem möchte ich erst das neue Design entwickeln. Entwickeln. Also sprich, ein neues Bild malen. Ist es jenes Schloss vielleicht, für das ich jetzt die Kombination habe? Okay. Lass mich kurz aufs Handy schauen. Kann ja dann eigentlich auch das Schloss hier sein, ne? Dann hat das vielleicht nichts unbedingt mit dem Schloss in dem Bunker zu tun. Das wäre... Es sei natürlich, dass das Ding funktioniert bei beiden Schlössern. Also das ist eins rechts oben, die beiden mittleren sind ganz links und da kommt auf drei rechts. Und? Was denn? Das jetzt. Guck mal, ob du was findest. Eine Klorolle. Boah, ey. Die könnte ich nicht, die bräuchte ich nicht mal verschenken. Die könnte ich sogar gewinnbringend verkaufen. Die Rolle, ey. Ja. Aber Spaß beiseite, jetzt mal ganz ernsthaft hier. Jetzt hängt hier so ein Schloss. Für das ich jetzt... Muss ich irgendwie bestätigen hier? Dass ich den... Ja, egal. Also ich gucke jetzt mich einfach mal hier um. Hier ist ja eh gerade die Tür auf. Jetzt schauen wir mal, ob hier irgendwo... Jemand lebt hier. Aber vielleicht seit kurzem nicht mehr. Ja, sei es drum. Auf jeden Fall gilt es jetzt wahrscheinlich hier irgendwo ringsrum den Code zu finden für jenes Zahlenschloss gegenüber. Also der Code, den wir da per SMS bekommen haben, der ist es auf jeden Fall nicht. Der ist dann wahrscheinlich tatsächlich für den Bunker. Oh oh. Wieder eine Videokassette.
Okay. Ich habe jetzt das Video einfach mal ganz spontan da gestoppt, weil ich davon ausgehe, dass es wichtig ist, dass die Tür hier... Nee, dass die Tür da eigentlich zu ist und nur die hier, dass die hier hinten auf ist. Auf der anderen Seite bellt der Hund auch gerade wie blöd. War hier vorher auf? Ich glaube nicht. Also ich war hier auf jeden Fall nicht drin. Kommst du? Oder hast du Angst? Wo bist du hin? Du sollst zu mir kommen. Blöder Köter. Ja gut, vielleicht muss ich aber auch. Oh, oh. Oh, oh. Das ist doch mit sicher... Oh. Okay. Vielleicht müssen wir hoch. Ich glaube, ziemlich sicher müssen wir hoch. Aber wie kommen wir denn nach oben? Wir müssen bestimmt die Leiche inspizieren. Aber dazu müssen wir ja dann nüff. Verschlossen. Ich nehme an, es ist wieder irgendwas mit dem Video. Und zwar, schätze ich mal, dass die Tür... Nee, das hier ist ja gar keine Tür. Die ist ja... offen. Vielleicht muss ich auf dem Video gucken, dass die Tür hier offen ist. Weil die ist ja jetzt verschlossen. Lockt, lockt, genau. Genau, lockt ist die Tür. Aber ich also ich gehe richtig in der Annahme, dass ich da wahrscheinlich hoch muss zu der gerade noch... Moment, wo ist er jetzt? Hä? Da ist eine Leiche. Da oben. Guck, da ist der, das ist der Kopf meines Wissens. Oder meines Erachtens. Da müssen wir irgendwie hoch. Das ist offen, ja klar. Also gut. Vielleicht ist die Tür aber auch einfach nur von innen... Hallo. Oh ja, jetzt bin ich vor dem Hund fast erschrocken. Kommt man von außen irgendwie hoch? Ja. Also... theoretisch zumindest. Aber ich glaube, das bleibt doch bei der Theorie. Stell dich vor die Tür und mach das Video. Also... danke, danke. Also das wäre jetzt hier wahrscheinlich jetzt wieder so eine halbe Stunde rumgegangen, bis ich gecheckt hätte. Wie das abläuft. Die Jagd. Also es war jetzt ein bisschen... Ja, okay, ich habe das Video ein bisschen zu spät gestoppt. Jetzt. Alles klar. Eine Schreibmaschine. Das ist ein Dokument. Mal lesen, ich habe etwas gesehen. Keine Hexe oder ein Monster, sondern ein Mann. Ein Mann, der die Haut eines anderen Menschen trug. Leatherface. Alles klar. Er hat mich gesehen und jetzt kommt er. Carver. Wer ist dieser Carver? Ah, nee, oder? Ich muss jetzt nicht den Stuhl hier erst wegräumen, damit die Schublade richtig aufgeht, oder? Allerdings könnte ich jetzt mal schauen, wenn ich das Video weiterlaufen lasse, bis dass die Tür wieder zu ist, ändert sich jetzt hier drin vielleicht was. Jetzt gucken wir erstmal, wie weit wir so kommen. Wieder was?
3, 3, 2, 4. Andere Schublade. Die hier wahrscheinlich. Oder auch die. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal einen Zahlencode. Code 3324. This again. Da steht Bloober Team auf der Jacke. Also sind das auch Fotos von den Entwicklern? Ja, Barbara. Alles klar. Ja, die wissen schon, wie sie sich verkaufen, die Jungs und Mädels, ne? Gut. Hat das eigentlich Wert, dass ich hier die ganze Zeit mitfilme? Ich mache das nicht absichtlich, aber vielleicht bringt es einem ja was. Ich meine, filmen die in den Filmen ja auch die ganze Zeit mit, während sie rennen und laufen. Eigentlich will ich ja nur die Kamera wegräumen. Jetzt lass mal einen Moment. Jetzt ist die Tür schon zu. Jetzt müsste die Tür ja hier auch zu sein. Ne? Jetzt ist die Tür hinter mir wieder zu. Richtig. Und die geht auch nicht mehr auf. Weiß nicht, ob das Sinn macht, aber... Egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt mal hier. Ich sehe hier allerdings nichts weiter, was jetzt interessant sein könnte. Kombi fürs Schloss. 3, 3, 2, 4. Ah, natürlich. Es ist jetzt in dem Fall... Ich verstehe. Nicht ein Zahlenschloss an sich gemeint, ne? Na, ist klar. Vielleicht komme ich ja trotzdem so raus. Nee, oder? Also wirklich, Leute. So. Hallo. Also, das Schloss. 3324. Also, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Nee, das kann es nicht sein. Alles klar. Wer hätte das gedacht? So. Ich habe übrigens vor einiger Zeit... Lass es letztes Jahr an Halloween gewesen sein. Was? Ah ja, das ist der, der blutet, ne? Lass es letztes Jahr zu Halloween gewesen sein. Ein Spiel gespielt, hier auf dem Kanal auch, zu meinem Halloween-Livestream, das sich am Ende, wie ich finde, auch unnötig gezogen hat. Sollte ich irgendwann mal die Zeit finden, das Ganze fertig zu schneiden, wird das ja auch auf dem Kanal als Videos erscheinen. Das gute Spiel heißt Detention und ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man ein Spiel unnötig strecken kann. Wie ich finde. So. Sind Sie derjenige, der hier die ganze Zeit ins Erdgeschoss hinunterblutet? Nee, das ist das Blut hier. Das sah aber so aus, als wäre hier jemand gelegen, ne? Ich kümmere mich gleich um den Mann, also keine Angst. Ich muss den bestimmt hier drauflegen und da runterschmeißen. 100 Pro, bin mir ziemlich sicher.